Die kleine Cosima ist 5 Monate alt und soll heute ihren ersten Brei bekommen. Uta Hille ist Ernährungswissenschaftlerin und zeigt Cosimas Eltern Nicole und Matthias, worauf sie dabei achten müssen. Das Zufüttern läuft halt so ab, dass man halt eine Milchmahlzeit durch einen Brei ersetzt. Ja? Man fängt an mit dem Gemüse-Kartoffel-Fleischbrei, darauf folgt dann der Milch-Getreidebrei und daraufhin folgt einen Monat später der Obst-Getreidebrei. Ja? Zusätzlich. Gibt man dann zusätzlich noch die Brust? Wenn das Kind halt vielleicht anfangs noch ein bisschen Milch trinken möchte an der Brust, um halt den größten Hunger zu stillen, kann man vielleicht das Kind noch mal kurz anlegen. Ja, dann ist der Hunger nicht so ganz groß, dass das Kind zu nervös ist. Aber man kann halt gucken, dass man halt im Laufe der Zeit das halt immer mehr einschränkt, dass man halt dann die Milch wirklich weglässt und die ganze Mahlzeit durch den Brei ersetzt hat. Mhm. Ja. Sollte man denn den ersten Brei selber kochen oder kann man den auch kaufen im Gläschen? Also man muss jetzt nicht hinstellen und aufwendig Möhren schälen und schnippeln, um halt ein kleines bisschen Brei zu kochen. Es empfiehlt sich dann halt ein Breichen zu kaufen, ja, das hat man dann gleich im Glas und das Glas kann man auch 2 Tage im Kühlschrank stehen lassen und dann muss man das nicht extra kochen. Die Ernährungsberaterin hat für Cosima extra einen Kunststofflöffel mitgebracht. Damit das Essen nicht kalt wird, kommt es in einen Extrateller mit Warmhalterand. Die Mahlzeit wird im Wasserbad erwärmt. 2 bis 3 Löffel reichen dabei völlig für den ersten Versuch. Anschließend testen sie, ob der Brei auch warm genug ist. Ja, dann machen wir noch ein bisschen Öl rein, damit sich die fettlöslichen Vitamine gut verdaut werden können. Und dann würde ich halt sagen, auf diese Menge so eine ganz kleine Löffelspitze voll Öl. Ja? Mhm. Wollen Sie das vielleicht machen? Ja, das mache ich Was gerne. Was nimmt man denn am besten für Öl? Am besten nimmt man halt Rapsöl, ja, das ist halt eben von dem Fettsäurespektrum am optimalsten und am besten auch raffiniertes, also gereinigtes Rapsöl, weil ansonsten die ganzen Begleitstoffe, die im nativen oder kaltgepressten Öl drin sind, sind dann rausgefiltert und können im Prinzip auch keine Allergien oder Unverträglichkeiten hervorrufen. Mhm. Bei den ersten Versuchen, das Baby mit Brei zu füttern, sollten Sie sich viel Zeit nehmen. Zunächst genügt es, vor dem Stillen oder der Flasche ein paar Löffel voll anzubieten. Das Essen von dem unbekannten Gerät ist für Cosima eine neue Herausforderung. Sie versucht es wie immer mit Saugen. Manche Babys beherrschen die Kunst des vom Löffelessens schon nach wenigen Tagen. Andere brauchen mehr Zeit. Cosima ist ein Naturtalent. Sie hat ja jetzt schon 2, 3 Löffel gegessen. Wann ist denn genug? Wie viel kann man ihr denn geben? Na, so viel sie möchte. Und sie wird ihnen das signalisieren, wenn sie halt satt ist. Dann dreht sie halt einfach ihr Köpfchen weg. Wenn ihr Baby noch Hunger hat, aber keinen Brei mehr mag, können sie ihm hinterher auch noch die Brust geben. Und das Bäuerchen nicht vergessen.